Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wie ihr eben gesehen habt im Intro, war ich gerade beim Frauenarzt. Also ich weiß nicht, ob ihr es erkannt habt, aber ich sag's euch jetzt. Weil ich ja heute meinen nächsten Termin hatte zum Screening-Checken. Ich glaube, das war jetzt Zweitrimester-Screening oder so. Auf jeden Fall haben die dann nochmal geguckt, ob auch alles da ist und so. Ja, wussten wir ja eigentlich bei den meisten Sachen schon von diesem 3D-Scan, den wir hatten. Und ich habe ja auch nochmal Feindiagnostik. Muss mal von meinem Spargel weggehen, es ist laut. Und ja, war alles gut. Babychen hat da aber nicht so Bock. Der hat heute ganz viel gewackelt und gerappelt und fand das nicht so cool. Und hat sich mit dem Gesicht in die Ecke, sodass er quasi in mein Bauchinneres geguckt hat, versteckt. Und deswegen hatten wir jetzt auch kein Ultraschallfoto oder so. Aber ich habe ganz viel mitgefilmt, wie sie alles gescannt hat und so, weil Tobi sich das auch immer gerne angucken möchte, weil der eigentlich fast nie dabei sein kann wegen Arbeit und so weiter. Und deswegen filme ich das immer und dann zeige ich ihm das immer und dann hat er quasi dieselben Infos, die ich auch hatte, nur halt nicht live, sondern halt nachher auf dem Video. Ja, und unser Babychen ist jetzt schon ungefähr 23 cm groß. Also sie hat den Oberschenkelknochen gemessen und meinte, es ist immer ungefähr Oberschenkelknochen mal 7. Und das ist schon echt, finde ich, schon richtig groß. Und alles dran. Und Babychen rüttelt und püppelt auch gerade in meinem Bauch. Der ist immer noch nicht so ganz zufrieden mit der Nummer. Vor allem, wenn ich mich jetzt wieder hinsetze, finde das bestimmt doof. Ja, mal gucken. Also ist auf jeden Fall schön gewesen. Und nächstes Mal, wenn wir im nächsten Termin... In 5 Wochen ist es dann, glaube ich, ungefähr. 4 Wochen wollte sie eigentlich, aber da konnte ich nicht. Und jetzt haben wir den anderen Mittwoch genommen und da habe ich dann den Zuckertest. Bin gespannt. Alle sagen ja eigentlich, das Zeug schmeckt echt eklig. Ich hoffe, ich finde es dann nicht so eklig. Und jetzt mache ich mir erstmal Mittag. Ich habe nämlich sehr großen Hunger. Und gute Laune heute. It's pretty clear to me. Kinda strange, I can take a beat from my better self. It's like no. Hallo Leute, wie ihr vielleicht gesehen habt, weil wir kurz gegessen haben bei Ikea, waren Tobi und ich bei Ikea, nachdem er Feierabend hatte. Und wir haben einen Schrank gekauft. Ich setze mich mal hier auf den Boden. Und zwar den hier für die Ecke. Hatte ich euch ja erzählt, das ist ja eigentlich so ein Küchenschrank. Das Problem ist nur, da müssen noch Beine ran, damit der halt hoch genug ist und noch eine Deckplatte. Die Deckplatte hat mein Papa schon zu Hause. Der hatte noch eine rumliegen und die schneiden wir dann zu. Und hier vorne die Kanten und die Deckplatte wird dann auch noch grau gestrichen. Wir haben nämlich noch so einen Lack, den wir auch für die Wickelauflage benutzt haben. Und wir müssen nur noch passende Füße holen. Wir haben Füße mitgenommen, aber die passen leider nicht so richtig. Und ich habe mich vielleicht ein bisschen vermessen und naja, egal. Also auf jeden Fall ist da jetzt noch ein bisschen der Platz ausgenutzt. Wir haben auch jetzt dieses Gestänge abgemacht, das schwarze, was für meinen Videohintergrund war. Oben aber noch die Haken hängen lassen, weil ich weiß noch nicht, vielleicht hänge ich da irgendwie, weiß ich nicht, eine Girlande oder irgendwas Dekoratives auf. Und jetzt habe ich ganz, ganz doll Hunger. Und deswegen machen wir jetzt Abendbrot. Es ist halt erst 17:30 Uhr, aber irgendwie bin ich sehr hungrig. Keine Ahnung. Ich habe eigentlich Mittag gegessen und eine Apfeltasche da. Also Apfel, nicht Apfeltasche, Apfelstrudel bei Ikea. Aber irgendwie bin ich heute generell irgendwie den ganzen Tag hungrig. Wer weiß. Vielleicht wächst der kleine Mann. Hab ich. Guten Morgen Leute, ich sitze im Auto, muss mich beeilen, deswegen rede ich kurz schnell. Ich fahre jetzt los, ich treffe mich nämlich gleich mit einer Freundin wieder beim Sport. Und ja, ich habe nicht so richtig dolle Lust, weil ich mich gerade geärgert habe, weil was mit den Videos und dem Übertragen auf dem Rechner nicht funktioniert. Ich muss nachher noch den Vlog schneiden. Aber ich werde wahrscheinlich ein bisschen Fahrrad fahren. Oder Stepper oder irgendwas, ein bisschen Bewegung auf jeden Fall. Und mal gucken, wahrscheinlich wieder was für den unteren Rücken, weil unterer Rücken hilft eigentlich immer. Sollte ich eigentlich immer machen. So, ich düse jetzt los
Und wir sehen uns dann wahrscheinlich nachher nach dem Sport. So, meine Lieben, ich bin vom Sport zurück und war gerade duschen. Das Einzige, was ich nicht gewaschen habe, ist mein Gesicht, weil das wasche ich ungern unter der Dusche. Und ich habe generell so ein bisschen gemerkt, dass ich zu nachlässig mit meiner Hautpflege bin. Vor allem jetzt in der Schwangerschaft und so habe ich immer mehr irgendwie Pickelchen und Rötungen und Stellen, wo man denkt, ja, also ich meine, für mich ist es immer, also es ist immer noch für die meisten eine gute Haut, aber für mich nicht so. Also immer kommt mal irgendwo ein Pickel. Deswegen habe ich angefangen, jetzt seit fast 2 Wochen Jepoda zu testen. Und was bei denen halt das Gute ist, das hast du halt wirklich so ein 5 Steps und auf jeder Verpackung steht halt drauf, welcher Step das ist. Zum Beispiel auf der Verpackung, fange ich an, das liebe ich. The Calm Balm. Das ist halt ein ölhaltiger Reiniger, den man halt quasi so auf den Händen schmelzt und danach mit so einem Tuch, so einem heißen Tuch auf dem Gesicht die Poren öffnet. Und es ist mega gut. Huch, ich klecker. Dann mit ein bisschen feuchten Händen nochmal rübergehen und weiter einmassieren. Dann sieht man auch, dass es anfängt zu schäumen ein bisschen. Ganz leicht. Und zu reinigen. Ich glaube, vor allem Gesichtsreinigung ist so ein Ding, was ich einfach total vernachlässige. So, wenn ich das abgenommen habe, kommt Step 2. Und das ist auch ein Reiniger, aber diesmal auf Wasserbasis. Und ja, davon das Gleiche auch im Gesicht verteilen. Und dafür nehme ich dann auch immer dieses Tuch, wasche das vorher nochmal aus und entferne das aus meinem Gesicht. Dann kommt Step 3. Und das ist in dem Fall das The Mist Have. Ich finde auch die Verpackung übrigens mega schön. Das sprühe ich mir aufs Gesicht, lasse es kurz einwirken. Und dann als Step Nummer 5 nehme ich The Glow Hero. Das ist halt ein sehr, sehr reichhaltiges Öl. Also davon braucht ihr wirklich nur wenig. Und das ist dazu gedacht, es entweder nach der Creme aufzutragen oder zu mischen mit der Creme. Ich habe jetzt hier in meiner Handfläche ein bisschen Creme und mache da mal 3 Tröpfchen rein. Das ist wirklich auch lange. Ich glaube, das habt ihr letztens im Vlog gesehen. Da habe ich auch mal so geglänzt. Da hatte ich das abends auch üppig aufgetragen. Und das ist wirklich lange richtig doll pflegend fürs Gesicht und man merkt halt vor allem nach der ganzen Reinigung jetzt, dass das Gesicht halt auch so richtig alles aufsaugt, was an Pflege draufkommt. Und wenn ihr jetzt auch so schön glänzend, glowy und gepflegt aussehen wollt, könnt ihr die Sachen natürlich auch testen. Ich verlinke euch unten den Shop in der Infobox und ihr könnt mit dem Code SARA 30% sparen für die nächsten 2 Wochen. Danach ist der Code leider nicht mehr gültig, aber ich würde es euch wirklich empfehlen. Ich finde das Beste daran ist halt wirklich, dass ganz klar draufsteht, Step 1 bis 4, 5, 6. Man kann halt auch noch Step 6 hinzufügen. Und gerade für mich, die sonst zu faul ist, ihr Gesicht komplett zu pflegen, ist halt sowas wirklich Gold wert. Und ich versuche es jetzt auch 2-mal am Tag. Meistens schaffe ich es nur 1-mal, aber ich versuche mich zu bessern. Wir sind spazieren und spazieren zur Eisdiele und dann kriege ich einen Eisbecher. Also wir müssen vorher kurz bei der Sparkasse ran spazieren, sonst kriege ich keinen Eisbecher. Mhm. Und du wolltest einen Kaffee. Und einen Eisbecher. Und einen Eisbecher, aha. Mal gucken. Aha. Mhm. Dekadent. Ja. Und eigentlich hatten wir auf mehr Sonne gehofft, aber jetzt kam hier so eine richtig große, dicke Wolke und ein bisschen Wind. Und es ist gerade nicht ganz so... Ja, es ist gerade nicht ganz so sonnig. Vielleicht, ehe wir da sind, kommt die Sonne wieder. Vielleicht ist die unendliche Wolke dann vorbei. Beziehungsweise guten Mittag, Leute, an diesem Sonntag. Wir haben gerade ein Phänomen entdeckt, was wir noch nie gesehen haben. Und zwar reflektiert da oben irgendwie, das ist noch nie passiert. Ist dein Kopf nicht im Weg? Aber man sieht es trotzdem ein bisschen. Das Licht von der Sonne irgendwie über ein Fenster und dann hatten wir eben, war es noch weiter unten, hatten wir die kompletten... Dachfenster von ganz weit weg. Ja, hat man die...
hat man die ganzen Blumen gesehen. Tobi war ganz fasziniert und hat irgendwelche Schattenhunde gemacht. Und wir haben gerade in Teamwork die ganze Bude aufgeräumt, weil sich rausgestellt hat, also eigentlich habe ich gedacht, wir sind morgen nur außer Haus zu Besuch, aber wir kriegen auch Besuch. Und deswegen haben wir jetzt nochmal einmal hier klar Schiff gemacht. Ja, und jetzt gibt's Essen. Ich bin ganz hungrig und freue mich aufs Essen. Oh, weißt du, was du hättest machen können, als du im Keller warst? Habe ich gerade gesagt. Ah, habe ich nicht gehört. Düdüm. Da ist nämlich gerade schon eine Fliege reingeflogen, habe ja. Ich gerade gesehen. Dachte so, wir müssen nämlich mal wieder unseren Fliegenschutz an die Terrassentür bauen. Ah, und jetzt gucken wir mal, weißt du, sowas. Und essen Mittag und machen Pause. Hallöchen, Leute. Wie ihr unschwer erkennen könnt, ich habe komische Löckchen in mein Haar gemacht. Ich habe vorhin gebadet und habe so Wellness gemacht und habe eine Maske drauf und habe meine Nägel neu lackiert. Und das mache ich auch gleich raus. Und jetzt gibt es gleich Abendbrot. Und sonst habe ich vorhin einen Mittagsschlaf gemacht und bin jetzt soweit sehr entspannt. Ich muss mir gleich nur noch wieder mal was bisschen anderes anziehen, weil das ist mir irgendwie oben zu warm, unten zu kalt. Ich muss mir mal gucken, was ich wieder anziehe. Auf jeden Fall habe ich jetzt gleich mal Hunger. Tobi hat schon angefangen, während ich mir die Nägel gemacht habe, die Laugenstangen vorzubereiten. Wir machen nämlich heute so einen Salat mit Laugenbrezeln eigentlich. Aber nimm mal das Brotmesser, oder? Dieses raschelige. Hier das. Weil da steht Brett drauf. Ja, aber das ist... Es muss gut sein für Brett. No. Ich leg's dir mal dahin, falls du es dir anders überlegst. Kannst du mal. Und ja, ich fange jetzt mal an und helfe Tobi mit. Wir haben auch, glaube ich, nicht mehr so viel Rucola. Rucola! So, Leute. Es ist jetzt schon ziemlich spät. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ich glaube nicht, aber es ist sehr dunkel draußen. Das draußen ist aber erst da hinten. Können Sie es sehen? Sie können das sehen. Meine Locken sind eigentlich ganz süß geworden, die ich gemacht habe. Bisschen wuschelig, aber egal. Ich gehe ja eh mit denen schlafen und gucke dann morgen nochmal, wie die so sind. Ich habe jetzt gestern schon angefangen, habe ich euch, glaube ich, noch gar nicht gezeigt. Ich habe nochmal in der App unsere Grundrisse vom Haus angefertigt, weil wir ja jetzt nochmal die wirklich fertigen Grundrisse haben, wo ja manche Wände und Türen und so sich minimal verschoben haben. Und ja, habe da angefangen, in maßstabsgerechtem ungefähr Bleistift einzuzeichnen, wo später welche elementaren Möbel sein werden, weil wir gedacht haben, wir fangen einfach demnächst irgendwann schon mal an, uns Gedanken zu machen, wo wir welche Steckdosen und so Sachen haben wollen. Weil ich glaube, wenn wir das erst machen, wenn erstens, also entweder das Kind schon da ist oder ich krass hochschwanger bin, weiß ich nicht, ob wir da so einen Nerv drauf haben, weil wir halt bei manchen Sachen auch immer nochmal drüber gucken und viel diskutieren. Und ich glaube, es macht auch schon Sinn, da öfter mal drauf zu gucken und das nicht einmal alles zu entscheiden. Wir haben jetzt auch bei manchen Elementen schon diskutiert, obwohl es halt im Endeffekt ja um Möbel geht, die wir erst in Monaten brauchen oder kaufen. Aber einfach, dass man eine grobe Vorstellung hat, was wer sich wie vorstellt im Haus und dass man dann irgendwie einen Kompromiss findet. Ja, ich finde, das Komplizierteste ist das mit den Katzenklos. Das habe ich jetzt gerade gegoogelt, was man da machen kann. Weil ich erstens nicht weiß, wohin mit denen. Und zweitens, wahrscheinlich werden wir andere kaufen, dass die wenigstens ein bisschen besser aussehen und irgendwie hoffentlich nicht so rumkrümeln. Keine Ahnung, auf jeden Fall, das Katzenklo ist echt so ein Ding für sich. Ich habe so übelste Styler-Katzenklos gefunden, aber die kosten 150 Euro pro Katzenklo. Und da stand, manche Katzen gehen da nicht so gerne rein und das ist nicht unbedingt für richtig große Katzen geeignet. Und unsere Katzen sind schon eher groß. Also, keine Ahnung. Ich denke, das ist dann auch eine Sache, die kann man dann später ausprobieren. Erstmal brauchen die Katzen, glaube ich, ihr sicheres Klo, damit sie nach dem Umzug, der wird dann schon irgendwann aufregend genug, nicht so viel Neues auf einmal haben. Aber ja, so ein Klo in so ein stylisch durchgeplantes, hübsches Haus einzurichten, ist schwierig, so ein Katzenklo. Ja, auf jeden Fall bin ich soweit ganz zufrieden erstmal mit den Sachen. Und dann kann man demnächst mal, ich lege das hier irgendwo hin, und dann kann man demnächst mal gucken, vielleicht schon mal das nochmal irgendwie nachzeichnen oder so mit einem Fineliner.
Dann kann ich da eine Kopie von machen und dann kann man da mal ein bisschen drin rumkrakeln, was man sich denkt, wo überall ja auch vielleicht Lichtschalter und sowas sein sollten. Also dann Lichtschalter auch nach außen haben wir ja geplant, Lampen zu machen. Also wo muss nach außen Strom, wo müssen überall Steckdosen hin und so. So eine Sachen muss man ja schon vorher mal durchdacht haben, weil wir ja die Elektrik selber machen. Also nicht selber, aber mit einem Elektriker uns selber drum kümmern. Und deswegen muss man da schon mal drüber nachgedacht haben. So, und jetzt gucken wir noch ein ganz bisschen Fernsehen und dann geht's gleich ins Bett. So, ich bin mal kurz aufs Sofa gewandert, damit ich nicht alleine Tschüss sagen muss. Ich glaube, der Vlog war wieder kurz. Ich weiß es nicht. Es ist am Wochenende auch nicht viel passiert. Aber wir hatten ein leckeres Eis und haben hier klar Schiff gemacht. Hattest du es geblockt? Nö, aber erzählt. Ah. Das ist die neue Technik aktuell beim Bloggen. Nachher erzählen, was eben passiert ist, weil ich immer vergesse, es zu bloggen. Naja, vielleicht werde ich mal irgendwann wieder besser darin. Auf jeden Fall sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, passt sehr gut auf euch auf. Ich habe morgen Geburtstag. Tschüssi. Wir sehen uns. Tschüssi. Tschüss.